Moin, heute mal ein Video aus einem älteren, aus dem S4. Ich bin hier am Zwischenfluchtsee. Die Fläche wurde zweimal gestoppelt und einmal mit dem Tiger tief gelockert. Sonst nichts, da sehe ich so direkt rein. Soll ja nicht zu fein werden. Da ist schon gedrillt. Zwei hier lustige Muster. Also so kleine Beete, weil das Drehen dann schneller geht. Ja. Da sehen wir hier 13 Kilo von der Mischung. Der Federstoff Rapid. Ja, das war geil. Naja, geht ganz gut. So, hier habe ich Auto-Titch aktiviert bei dem ganzen Apparat. 24 Meter vorgewinde Spur. Vier Arbeitsbreiten. Einsetzen 6 Meter vor der Spurlinie, weil so eine pneumatische Drehmaschine auch rechtzeitig runtergehen muss. Und 2 Meter vor der Linie anheben, weil die dreht ja noch ein bisschen zu Ende. Ja, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Da jetzt ankommen. Piep, piep. Drille geht hoch. Umdrehen muss ich alleine. Das kann er nicht. Ja, richtige Spur wählen. Lenkung aktivieren rechtzeitig. Damit Auto-Teacher arbeiten kann, muss die Lenkung aktiviert sein. Und dann geht die Drille wieder runter und alles geht von vorne los. Ja. Dann nimmt man einfach, man macht hier einfach die Einstellungen hier für Go und End. Also diese Teacher-Einstellungen. Das sieht man bei Go. Heckhubwerk runter, rotes Steuergerät auf Plus, nach einem halben Meter und dann den Tempomat rein. Nach 3 Meter, 2,9 Meter, okay. Auf End, also am Ende, Tempomat aus, falls ich eingeschlafen sollte, soll der Büffel lieber stehen bleiben. Der bremst dann, wenn die Drehmaschine im Bogen ist, so abrupt ab, dann liege ich auf dem Lenker, dann bin ich definitiv wach. Aber ja, vielleicht besser, wenn man nicht einschläft. Die sind ja aber auch rund umgeben. Also wenn man den einfach laufen lässt, kann das auch ganz, ganz aua machen. Ganz, ganz doll aua machen. So, das stellt man sich einfach so ein. Das bedient man ja normal dann über das Kleeblatt. Und wenn man Auto-Teach-In aktiviert, bedient der Schlepper das anhand der Vorgewende, die man dann hier eingestellt hat. Und die Abstände passend einstellt. Ganz einfach und fast schon langweilig. Aber nur fast, beim Drillen gibt es genug Sachen, auf die man achten muss, wo man hingucken muss. Ja, die Fähnchen zeigen quasi, wann was gemacht werden muss. Die gelbe Fähnchen ist das Ausheben, wenn das die Linie berührt, piep, piep, hoch. Ja. Einmal umdrehen. Also Spur suchen. Lenkung aktivieren. Und wenn das rote Fähnchen die Linie berührt, piep, piep, und runter. Passt eigentlich ganz genau. Der Zwischenflucht schwer festzustellen, aber letztes Jahr beim Weizendrillen so eingestellt, da hatte ich auch schon mal wieder diesen davor. Normalerweise läuft hier vor der Drillmaschine ein großer Jonier. 8370R mit seinen 370 PS kommt er in der Marsch manchmal auch tatsächlich schon an seine Leistungsgrenze. Aber meistens nicht, läuft dann ganz entspannt vorne und hinter den Zwillingsräder
zieht das Ding ganz entspannt, während dieser schon mit 15 km/h beim Zwischenfluchtdrillen wirklich ja, seine Probleme bekommt. So, im Moment geht das, aber dass man ein bisschen nasser ist, wenn man beim Weizendrillen den Saattank voll hat, dann kommt man nur noch mit 11 bis 13 km/h das Feld bei voller Motorauslastung und das kostet mehr Diesel, als wenn der große mit 70 PS mehr einfach ein bisschen gemütlicher zieht, ein bisschen entspannter und meistens weit weg von seinem Auslastungsbereich ist. Aber jetzt muss der erstmal Bodenbearbeitung machen, das ist wichtiger, dass der Bodenbearbeitung macht. Hierfür reicht dieser kleine, es sind ja auch 300 PS. So 39 ist ja nur auch kein Zwerg. Okay, so, und morgen wird das dann mit dem Rapsdrill losgehen. Da kommt wahrscheinlich Tempo hier unter, hinter, oh, Füllstand links. Das ist gut, ich habe uns tatsächlich gedrillt. Okay, bis nächste Mal.